Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer GTA Online Challenge. Heute mit einem außer Jonathan. Und es ist wieder Zeit für Autogolf, ein Fan-Favorite und Pete's Favorite as well. Und zwar geht es darum, mit unseren schönen Autos hier, die sowohl springen als auch boosten können, von einem Punkt zum anderen zu kommen, quasi einzulochen. Wir stehen hier und wir müssen dahin. Dafür dürfen wir den Boost und den Sprung pro Versuch benutzen. Also pro Schlag sozusagen. Wir dürfen nicht korrigieren mit hoch und runter oder rechts und links. Nur vorher dürfen wir uns ausrichten. Dann springen und boosten oder boosten und springen oder nur eins von beidem. Das ist uns überlassen. Die Reihenfolge ist egal und ob man beides benutzt. Und wer es in weniger Schlägen ins Ziel schafft, ins Loch sozusagen, der kann das Loch für sich entscheiden. Jawohl. Dennis beginnt. Okay. Let's go. Willst du wirklich da oben anfangen? Willst du nicht die Rampe nehmen? Wahrscheinlich. Naja, also ich glaube, sonst fliegst du halt nach rechts weg. Genau, ne? Also wenn du die Rampe nimmst, dachte ich mir auch, dann fliegst du halt zu weit nach rechts. Ja. Deswegen, ich werde mal aus, ich mach mal den Probierer für euch und ab dafür. Naja, probier mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gesprungen. Nee. Au, der ging aber voll runter. Ja, da tut der immer für, leider. Ja, der hat ein bisschen viel Motor im. Schon? Im Getriebe. Roll da noch runter. Jawohl, schön. Bis zur Straße gekommen. Ja, also, nee, noch nicht. Ich roll noch. Der rollt noch. Ja, aber. Ja, man sieht das Loch ja von hier aus, sehe ich gerade. Oh. Echt? Ja, so gerade, ja, ne? Also, das war genau, du musst nur genau dazwischen. Das war nochmal die Springtaste. E. Ach so, hab ich. Alles klar. Ich fertig. Gott. Peter erstmal E getestet. Oh Gott. War nice, Peter. Ich weiß was ist gar nicht. E ist springen und auf der Tastatur ist was boosten? X. X? Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich. Also, der Hügel, den wir so vor uns haben, wenn ich mir das so angucke, der ist echt scheiße. Also, links oder rechts dran vorbei wäre irgendwie geiler. Und rechts ist so eine Brücke. Wenn du da reinfällst, ist auch uff. Ja. Ich glaube, links dran vorbei ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich richte mich ein bisschen. Christian stellt sich auch linksseitig auf, okay. Okay, so. Wie war das? Einmal E und einmal Tschüss. Boah, der geht richtig ab. Ja, aber der geht dann auch steil. Ja, aber der überschlägt sich. Ja, aber guck mal, mega gut. Das ist ja insane. Yes, okay, da steht er ganz gut. Das ist doch richtig geil. Mach du mal als nächstes, Sepp. Oh no. Okay, mein erstes Mal. Mein erstes Mal. Wird kein leichter sein. Aber du musst dein Auto noch auf Godmode machen, wa? Ja, hab ich. Okay, ich wollte so gesagt haben, ansonsten schälst du einfach auf den Boden. Also da wirst du auf jeden Fall explodieren. Okay, X war Boost und E ist Springen. Mehr darf ich nicht drücken, ne? Richtig. Ja. Okay, also, was tue ich denn? X. Oh, nein, ich hab. Oh, was tue ich denn? X? Ach, ich wollte es genau andersrum. Ja, aber du fliegst doch voll weit. Funktioniert. Jetzt ja, mega, bin im Kanal. Und jetzt darf ich noch springen, ne? Ja, du darfst immer springen, ne? Ja, also. Du hättest auch. Ja, im Flug geht das nicht, oder? Nee. Weiß ich nicht, aber nur auf den Boden. Sobald du rollst, hättest du halt noch benutzen können. Jetzt bin ich ja insane am Arsch, eingelocht, würde ich sagen. Du stehst doch neben Bram. Ja, aber ich bin im Loch und Bram ist nicht im Loch. Na, ja, aber ins Loch willst du doch bei Golf, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Das ist eher so Bunker hier gerade. Aber Peter ist dran. Ja, ich nehme mal einen anderen Weg als ihr. Ja, mach mal. Ich geh mal Richtung Brücke. Ja, du willst da rechts lang. Du ja, kannst doch straight rechts schlagen, Peter. Einfach so ein 5 Kilometer Drive. Oh, da fliegt er. Ja, ich fliege. Ich schaffe es vielleicht bis zur Straße. Oh, Berg! Ja, nicht in die Senke unter die Brücke. Ja, das war leider nicht so gut. Ich stehe auch unter der Brücke, Peter. Also okay. So, dann richten wir uns mal aus. Gut. Ja, ich glaube, Bram ist als nächstes dran, ne? So, das ist ne, non. Ja, wir dürfen uns ja mit F2 ausrichten, wa? Ja. Darf ich damit mal kurz hochfliegen, damit ich durch die Brücke gucken kann? Willst du eine Übersicht verschaffen, ne? Okay. So, wieder dahin. Ah, okay. Aber diese Schräge ist natürlich kacke. Oh, ja, schräge Schnäge, Bram. Ah, jetzt bin ich da gegen knallen, wa? Komm mal, du bist über den Kanal. Ah, so stich aber gut. Okay, für das nächste Mal. Alles gleich, bist du fertig. Okay, das heißt, ich muss das F2 drücken, richtig? Genau, dann kannst du dich umdrehen. Ja, ja, genau, dann kannst du dich drehen. Kann ich in die Richtung gucken, wo ich hin möchte? Ich möchte dahin, ja. Genau, und dann. Wieder F2. Und dann tippst du einmal W an.
Ah ja, damit ich wieder auf dem Boden stehe, der Tatsache. Ich glaube, am weitesten weg. Wer ist denn am weitesten? Sepp ist am weitesten okay. weg, tatsächlich. Okay, Eva ja. springen. Das kann ich mir jetzt hoffentlich merken. E ist springen, ja? Und X ist boosten. Boosten müsste immer gehen. What the fuck? What the fuck? Komm, der König der Welt! Okay, ich fall auf die Schienen. Nein, ich fall neben die Schienen. Ah, egal. Aber gibt ja wenigstens keinen Gar Zug kein Problem, hier. Sepp. Ich glaube, du bist nochmal dran. Achso, ich bin dann instant nochmal dran. Also, genau. Solange du der weiteste weg bist, ja, wie im Golf. So grob gesagt. Zählt eigentlich irgendeiner mit? Ich hab einen. Für mich. Zwei. Ach, Scheiße, ich muss mir das mitzählen. Ach, das kann ich nicht. Ich muss mir eine Strichliste. Wir verzählen uns pro Folge auch mal, glaube ich, nur immer um so zwei Schläge. Das ist gar kein Problem. Also, deshalb, ich mach mal eine Strichliste. Okay. Ich muss irgendwie da hoch. Schaffe ich das in einmal? Ja. Glaube nicht. Ich hab jetzt so einen fetten Berg und eine muss Brücke. Muss doch beliefert sein. Ja, echt mal. Was ist das denn für eine negative Attitüde da von dir? Glaube ich nicht. Attitüde, du wirst hundertprozentig gewinnen. Okay. Die Attitüde. Einmal W drücken und dann muss ich wieder springen. Mal springen wir auf E, ne? Okay. Und dann let's go! Oh, fuck, voll an den Stein geprallt. Sehe halt auch gar nichts. Ich aber auch nicht, Christian. Ich lieg so in der Klippe. Kann mal einer gucken, wie, ob ich... Ja, noch... du bist doch der Weiteste. Drück mal, dann siehst du das doch. Ein vierter Schlag, Sepp, Marit. Okay, jetzt habe ich aber eine gute Ausgangsposition. Ah, warte mal, ein dritter Schlag. Ich muss ja mal einen Strich machen, okay? Ich versuche auch für alle eine zu machen. Und W drücken. Oh, das ist nicht gut. Darf ich dann direkt drücken? Ja, ja. Du kannst alles immer direkt drücken. Okay, weil ich... Ja, egal. Jetzt bin ich rückwärts gerollt. Egal. Der ist gut! Oh, shit! Der sieht gut aus! Alter, ich sehe dich nicht. Richtig nice! Auf die Map, Alter! Da also redet die ganze Zeit um sich selber. Richtig vor nice! Allen Dingen, so weit nach Scheiße, ich fall ins Meer, glaube ich. Aber du bist über den Berg, das ist gut. Was ist, wenn ich ins Meer falle, dann einfach an dann bist du einmal im Aus und musst da, wo du reingefallen bist, aha, wieder aufstellen. Aha, Meer, ich sehe dich. Darf das nicht sogar ein Strafschlag? Felsen? Ja, das kann ich ein Lied von singen. Ich bin am Stein. Das ist doch genau, Jay. Am Stein. Ja. Strafschlag. Ich glaube, das ist ein Strafschlag. Und ich würde sagen, ich schwimme. Ja, ja, kannst du nicht mehr steuern? Ich würde auch sagen, es guckt also du auch merkst eigentlich das. Nichts du mehr aus dem Wasser fahren. Raus. Ja, dann musst du dein Auto einmal neu spawnen. Da kriegst du einen Strafschlag. Hab ich jetzt fünf? Ja, das war dann quasi dein fünfter. Obwohl es dein vierter war, aber das war dann dein fünfter. Ach, scheiße. Und du bist nochmal dran. Du kannst dich da nochmal hinsetzen. Ich bin immer noch dran. Ja, guck doch mal auf die Map, Alter. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre ein insaner Schlag. Ja, der war auch insane weit, der war aber auch in komplett insane weit. Also ich muss mich jetzt wieder hinstellen, außerhalb des Wassers einfach. Ja, ja, klar, da wo du das halt wieder schlagen kannst, da irgendwo. Warte mal, ich muss ein bisschen hoch, hoch, runter, hoch. Ich bin immer noch im Berg drin, oh, das ist nicht gut. So. Ich glaube, du bist jetzt viel weiter weg als oh, muss ich mein Auto neu spawnen? Kann das sein? Ja, ja, das ja, ja. Gesagt, Junge. Das hatten wir angemerkt. Aber ich möchte den bitte in Rot haben wieder, danke. So, er tuckert wieder vor sich hin. Okay, der ist auch so ein Golfer, ne? Der lässt, der sorgt dafür, dass alle am Loch warten müssen. Ja, am Ball hast du so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nicht wieder ins Wasser fahren! Ich bin hier voll an so einer insane Klippe. Okay, ich versuche hier gegenzuhalten. Ich weiß gar nicht, ob und das in die Richtung. Ist das egal? Ich glaube schon. Aber okay. Let's go! Ja, da bewegt er sich aufs Wasser zu. Ja, 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 über die Kuppe. Ja, die Richtung sieht super aus. Alter, dahin? Wo ist denn das? Ja, also, ich habe mir das markiert. Ich habe mir das auch markiert, aber ich sehe trotzdem nicht. Okay, Schlag Nummer 6. Jetzt ist endlich der nächste von euch, oder? Nope. Immer noch nicht. Alter, wie weit bin ich denn davon weg? Okay, dann richten wir uns neu aus. Also ich habe zum Wegpunkt noch 394 Meter. So, ja, ich 308. Und ich muss noch. Scheiße! Nicht. Oh Gott! Scheiße, der Baum hat mich gefilmt! Wie weit fliegst du ins Wasser, Junge? Ich habe einen Delfin, den Wal gefunden! Ein Wal! Okay, ich fahr mal zur nächstgelegenen Küstenstelle. Kannst du doch fahren? Hier. Also, vergiss nicht das neue zu spawnen, ne? Ja, ja. Oh, Mann, das war jetzt 6. Hatten wir Maximumschläge eigentlich? 7. Ja, ich glaube 12 oder so. Weiß ich. Okay, ich hab das Gefühl, ihr habt ich glaub, nach dem letzten Vorteil Mal haben wir uns darauf festgelegt, ich glaube 12. Ja, okay. Jetzt bin ich grün, Leute. Okay.
Also jetzt kommt da ein Achter, ja? Ja, ich glaube schon. Dann heißt das noch vier Versuche, wenn du nicht jedes Mal ins Wasser fällst. Also hier ist auch übelst Klippe. Ich weiß gar nicht, wie ich hier vernünftig starten soll. Aber ja, irgendwo so, dass du stehen kannst, ne? Wenn ja, hier auf dem Stein kann ich, glaube ich, stehen. So. Komm, drauf. Ja, so müsste doch gehen. Okay. Ich muss, glaube ich, mehr in die Richtung, sonst fliege ich gleich wieder direkt ins Meer. Das ist richtig doof. Wenn man einmal mehr ist, ist es schon doof. Ja, ist auch ein taktisches Spiel hier. Fick dich, Peter. Warte. Und spring und boost! Nein, ich fuck. Oh. Das sieht auf der Map so geil aus. 7, 8, 9. Okay. Also vielleicht habe ich mich auch verzählt, aber ich habe das mit den Strafschlägen noch nicht so ganz. Ja, nee, du machst das, glaube ich, ganz richtig. Das war jetzt 8 und 9, jetzt kommt dein 10. Ah, guck mal, der nächste Abschnitt ist jetzt hier zum Strand. Mega. Ah, das ist ja auch schon mal gut. Dann ja, bin ich ja jetzt richtig, richtig im Vorteil. Ja, im Vorteil, würde ich auch sagen. Das ist quasi im Vorteil. Wie viel habt ihr sonst so immer an Schlägen? Ach, wir hatten schon alles dabei. Letztes Mal hatte ich das Maximum. Ja, ich glaube, da hatten wir, glaube ich, noch 24 gesagt oder so. Das war schon auch. Okay, gut. Dann richte ich mich mal aus. Das müsst ihr eigentlich so ein bisschen rechts springen und Start. Boah, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich komme zumindest in die richtige Richtung. Ja. Jetzt bitte bleib einfach liegen, du Scheißkarre. Ja, ich liege. Okay, sehr gut. Wie weit hast du noch bis zum Wasser, wenn du dir da eine Markierung setzt? Hier oben rechts dann. 413. Ich habe 323. Okay, ich habe 307. Das heißt, Bram ist am weitesten weg. 362. Ja, schön, war schön mit euch. Ich bin jetzt auch mal nicht mehr dran. So. Kann Bram so viel weiter weg sein? Der steht doch... Ja, ist egal, auch ganz am Ende. Hab ich wahrscheinlich einfach ein paar Meter anders am Wasser markiert. So, einfach hier gerade hoch. Und dann so, komm schon. Ein Stück weiter nach links. Komm schon. Mach nicht den Fehler und komm ans Wasser. Komm schon. Ach, ganz ehrlich, das wird schon irgendwie funktionieren. Da fliegt er! Da, tschüss! Oh, Alter, wie hast du es geschafft, so nach oben zu gucken? Weil ich stand schräg. Das ist ja 10 von 10 gut. Ich war aufgebockt vorne auf einem... Nicht rollen, nein. Oh Gott. Ich glaub, Bram kommt bis zur Straße zurück, oder? Bleib hier hängen. Nein, scheiße. Okay, bleib da hängen. Jetzt hier am Stein. Ja, oh, nein, nicht vorwärts rollen jetzt. Nein. Oh, das ist doch dran. Moment, ich bin noch dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der Baum hält mich aber auf. Ja, easy, gar kein Problem. Ja. Okay, da bist du jetzt. Okay, alles klar. Also Bram, so. Würde ich sagen, mit Abstand am nächsten dran. Christian ist dran. Ja, ich muss mal einmal kurz hier F2. Upp, hallo. Ich glaube, ich will hier durch. Das ist nicht genau aufs Ziel, ich weiß, aber anders wird das nichts. Oh, war das zu tief? Hab's noch nicht zu mehr. Ja, könnte passieren, aber ich stehe halt unter einer Brücke, anders geht der Spaß nicht. Alles hinterm Berg geht eigentlich straight ins Meer rein. Ja, das ist doof, aber das, vielleicht springe ich. Also springen bringt mir gerade gar nichts. Deswegen drücke ich einfach mal Boost. Oh, Alter, das sieht richtig gut aus. Was tut er? Oh nein. Boah, ist das hoch. Er überschlägt sich. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird jetzt. Fall den ganzen Berg. Nee. Er ist bei Brand. Der Stein hat mich gebremst. Der Berg. Okay, nice. Dankeschön. Ich liege auf dem Kopf. Genau nicht sehen. Aber alles gut. Könnt ihr so? Also, ihr macht das schon gut. Okay, ich werde dann auch mal was machen, ja. Lange Pause. Ja, kommst du nicht in den Flow rein? Nee, genau. Sepp war jetzt voll im Flow. Hat voll ja, ich war im Flow. Ich habe auch echt viele Schläge mitgenommen. Aber ganz ehrlich, das ist ganz schön hoch. Also da hoch zu kommen. Bleib stehen. So. Bleib stehen. Was ist denn, Peter? I like it. Bin ich zufrieden mit. Ja, du bist doch rechts unter mir. Wieso sehe ich dich? Ach, nee, ich bin links von dir. Warte mal, wo ist denn jetzt das Wasser? Ich sehe auch nicht. Unten links. Ist hier Blips nicht an? Achso, in echt siehst du den nicht. Ja, ja. Ja, ich sehe euch beide auch nicht. Ihr müsst genau irgendwie auf der anderen Seite von diesem Hügel sein. Ja, aber ich liege genau oben auf so einer Kante drauf, wirklich auf so einem Rücken, und ich sehe euch beide nicht. Dann bin ich jetzt als nächstes dran. Ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Okay. Dann richte ich mich mal neu aus, Richtung See. Richtung See. Das ist hier aber ein bisschen tricky. Möchte ich dahin?
Ich sehe das schon. Ich prall da wieder ab und bin dann am Arsch. Okay. Let's go. Einfach nur Düse. Nein, wieso drehst du dich? Das ist jetzt dein elfter Schlag, ne? Oh, ja, das ist mein elfter Schlag. Bleib oh, der Stein rettet stehen. Mich. Rette mich, rette mich. Bleib stehen. Nein, ich roll mich noch. Bleib stehen! Jetzt springst du schon mal hin. Stein, Stein, Stein! Nein, prall doch nicht ab und fahr den ganzen Hügel wieder runter! Aber ich sag mal, das ist möglich für dich mit dem nächsten Schlag. Stein! Okay, 11. Auf der Karte sind es noch 155 Meter. Ja, ich bin am weitesten weg jetzt, würde ich sagen. Ich habe 210. Okay, ich werde jetzt mal nicht springen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich gegen diesen Baum da vorne schlage, aber ich werde es ausprobieren. Let's go. Jo, da ist er. Oh, da fliegt er. Das ist mega gut. Okay, da ist das Wasser. Da, ich bin am Wasser vorbei. Okay, Peter kommt gleich. Ich muss auf Sepp, Bäume vielleicht rettet Sepp. Da ist Sepp. Hey, Peter. Leute, geht. Stehen nebeneinander. Mega what gute Position fuck? Hier. Berührt ihr euch gerade? Quasi. Nee, nicht ganz, aber... Wir berühren den gleichen Stein. Wir stehen auf unterschiedlichen Steinseiten, ja richtig. What geil. The fuck, Alter. Alter. Okay, ja, ich stehe. Ich 11 Schläge habe und der 4. Du bist weg. Oder ich? Ja, mach mal. Augenmaß. Ich mach, okay. Ist auch nicht, wie gesagt, ist ja nicht so wichtig. Nee. So, okay. Ja, oder so, pass unsicher. Auf jetzt. Und... Jetzt muss ich mich beeilen. Wenn ich jetzt. Also ich drücke jetzt W, dann falle ich runter und dann werde ich anfangen zu rollen, dann würde ich direkt den Boost zünden. Und dann hoffe ich, dass ich. Dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay. Kannst du bitte so? Ja, so. Mhm. So, okay. Und. Da ist er. Hoch, 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 hoch. Ja. Dann landest du direkt in dem Ding. Nein, 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 nicht drüber. Oh Gott, das Gott. Ist genau ich glaub, da kommt ich was. Ja, ich sehe seinen ich Schatten. Ich sehe einen Schatten. Ja, also, hier liegen. Da oben, jo, heim am Kopf. Nee, nee, nee. Nein, dreh dich hin. Oh, komm mal zu uns, Bram. Wir. Der Bram kommt zu mir. Alter, wir sind drei Autos nehmen, sondern was macht der? Weil er springt? Bist du doof? Clever? Ich glaube, das war nicht clever. Doch, nee. Wegen Bäumen. Er fällt doch jetzt runter. Ja, aber ihr seid so nah dran, dass euer Boost euch drüber schießen wird. Ja, das glaube ich nicht. Das fürchte ich leider auch. Ja, aber das ist. Das war viel klüger. Ja, safe. Okay, Christian ist dran. Ja, ich bin mir echt noch unsicher. Also, der Boost wird mich. Also, Nee, Moment mal. So geht das aber nicht. Ich hänge hier im Stein. Peter, was geht bei dir? Ja, ich versuche mich zurückzusetzen und roll dabei aber immer wieder weg. Nee, so nicht. Dann bleibt doch so lange einfach in F2. Okay, also, heißt, ich werde den Stein treffen. So. Also, F2, W und direkt boosten. Ich glaube, ich fliege drüber, aber was soll ich anders machen? Ich darf ja nicht bremsen. Ja, kommst du uns, Christian. Hier ist richtig schön kuschelig. W, Abfahrt. Oh no. Oh, rechts vorbei? Ja, und das konnte ich nicht. Ja, wie Höhe? Ah. Ja, hier ist okay. Nein. Stopp. Okay, ich gebe es zur Straße zurück. Ja, oh nein! Oh Gott. Das ist ein langer Weg. Einfach ja, ich gebe es zur Straße zurück. Ja, ja, schon safe, okay, alles klar. Oh Mann, der Christian tut mir so leid. Das ist echt ein schwieriges Geil. Dran. Jetzt hänge ich hier Straße. Zwischen. Ne, jetzt hänge ich jetzt zwischen einem Baum und einem Stein. Hier komme ich nie wieder raus. Aber du, ja, du kannst es jetzt direkt probieren. Das war Schlag Nummer 3. Oder ist Bram weiter weg? Weiß ich nicht. Nee. Nee. Ich finde, Augenmaß reicht auch, weil das nicht so wichtig ist. Warte mal, was passiert? Es sind ja nicht weniger Schläge dadurch, leider. Genau. Oh nee, Moment. Leider viel zu schnell, das ist ein bisschen doof. Oh, vielleicht sollte ich den Speed mal ändern. Und da hinten ist das. Das heißt. Wenn ich jetzt hier F2 drücke und dann direkt boost, müsste das doch bestimmt klappen. Dann gar ich sehe dich, seh dich im Loch. Problem. Ich sehe dich neben uns, aber ist okay. Oh. Bitte bleib da irgendwo hängen. Oh. Bitte. Und oh. Ist das nicht ungefähr da, wo du vorstandest? Nee. Ich gehe wieder zurück zu. Nee, Baum. Dankeschön. Dankeschön. Nice. Dann ich, 1, 2, 3 war das, ja. Ja. Okay. So, pass auf. Ich werde diese Lücke hier will ich nutzen. Du kannst, was passiert, wenn er mich rammt?
Naja, dann habe ich Glück oder Pech. Ja. Das heißt, du bleibst dann da. Also sei mal nicht in F2. Ja, ja, nee, aber ich kann auch runterfallen, dann meine ich. Und? Ja. Was war das denn? Bram, bist du gegen Baum gefahren? Ich hab doch bitte. Ja, so ganz leicht. Boing. Ja, was war denn dieses Boing? So, fünfter Schlag. Bram kann einfach nochmal neu ausrichten, das ist okay. Alter. Ganz ehrlich, ich dachte mir, das ist voll smart und ich bin halt 3 Zentimeter nach vorne gegen so einen Mini-Stein geknallt und dann... Ja, okay. Also, neuer Try. Diesmal so. So. Aha. Und wir machen jetzt den hier, pass auf, so. Und zwar werden wir das hier machen. Springen. Ich sehe was. Aha. Okay, sehr gut, jetzt bin ich da raus. Ja, anders ging das nicht. Okay. Aha. Also das andere wäre cool gewesen. So, dann mach ich direkt nochmal. Ja, leider gibt so. Der Berg so ein bisschen die Flugrichtung vor. Okay, so. Ja, und jetzt, jede Kante, auf die du prallst. Jetzt das und go. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Okay, sehr gut, sehr gut. Richtig sehr gut. Stopp. Er könnte wirklich dran sein. Und noch springen. Komm. Und jetzt roll da rein. Ja, fall da rein. Richtig gut. Ist mir egal. Und bleib da drin liegen. Beweg mich noch. Ich bin im Wasser. Mit nice. Good job. Wie viele Schläge hattest du gesagt? 7. Sieben. Sieben. Ist klar. Ich hab mehr. Peter, ganz eindeutig bist du jetzt dran, oder? Okay. Ich muss mal kurz ans Telefon. Mein vierter Schlag kommt dann jetzt. Okay. Als ob er das so gut macht. Das ist nicht gut. Das ist richtig gut. Das ist gar nicht gut. Bist du drüber geflogen? Oh nein! Du bist über das Loch geflogen. Und wie ich über dieses scheiß Loch geflogen bin. Mach doch nicht den, Digga. Oh mein Gott, das war ganz schön belastend. Oh, wieder. Das war mein vierter Schlag. Ich würde sagen, wir müssen nochmal dran. Ja, okay. Der fünfte Schlag. Du bist gerade einfach so ein Adler ins Wasser geflogen. Oh nein. Oh. Ich hab mich geturnt. Ich hab mich unglücklich geturnt im Flug. Ende nochmal springen, Peter. Dann springt er auf die Autobahn. Gesprungen. Achso, okay. Ei. Oh, das ist alles schlimmer. Ei. Oh Gott. Ach du Scheiße. Werde ich doch nicht letzt. Also, Oder nicht alleine? Oh Gott, wie mache ich denn das von hier aus jetzt? Ich probier mal so, glaube ich. Das war mein fünfter Schlag, jetzt kommt mein sechster. Oh, ich bin ja soffen. Und dass man sich so drehzackt halt. Ja, so viel auch. Lol. Nein. Stein. Nice. Nicht mehr. Nice. Okay, jetzt fliege ich aber wieder drüber, ist das Problem. Ja, kommst du wieder zu mir, Peter. Second try. Da steht er. Ich mach hier die... Da steht er, der Peter. Luftcam. Okay, jetzt kommt mein siebter. Let's go. Oh, wenn du gegen den Berg knallst. Das wäre so geil gewesen, Mann! So geil gewesen, Mann. Ja, aber er ist leider nicht... Also, wenn Peter... Da, Alter, der ist... Alter, du fliegst immer noch. Der Baum hat dich gerettet. Der Baum hat mich gerettet. Hä, wieso sehe ich dich nicht? Der ist einfach straight über dich drüber geflogen, Sim. Einfach wirklich, der ist bis da unten durch. Ja, Peter, ja, dann, ich würde sagen, du bist ein Ticken weiter weg. Würde ich auch sagen. Alter. Da du nicht gegen den aber da waren auch nur Meter an dem Berg da vorbei. Das war richtig belastend. Okay, ich probiere es so, glaube ich. Nee, so nicht. Nee. Nee, so nicht. Ja, noch ein Stück weiter nach rechts. So nicht. So. Okay, dann mein Achter. Ach. Oh. Oh. Ja! Peter ist wieder bei mir. Nice. Das hat echt zu. Hey, Geh, Peter! Moment, Junge. Hey! Das kann echt nicht wahr. Aber jetzt ein bisschen näher dran. Das legend nebeneinander einfach. Das Problem ist, du bist jetzt voll im Weg. Ja, das tut mir leid, ich habe mich schon mal ausgerichtet. Oh, dann hast du mir einfacher gemacht, das finde ich gut. Ja, ich dann würde ich sagen, bin ich dran, ne? Scheiße. Ja, mach einfach. Scheiße, warte mal kurz. Was denn? Ja, nee, ich muss mir erst eh ausrichten. Bin irgendwie aus Versehen. Aber du musst dich wieder platzieren, denn
Ja, ich bin aus Versehen auf eine Taste gekommen, auf die ich nicht hätte kommen dürfen. Wo war ich? Ich war hier so, ne? Ich sehe dich nicht, deshalb. Ne, ein bisschen weiter hinten. Ein bisschen weiter hinten. Kannst dich ja ausrichten, so, wenn genau du dran bist. Genau so kacke ja. standest du, genau. Wie komme ich jetzt an Peter vorbei, ohne selbst einen Abflug zu machen? Ja, let's go, also, wir tryen das jetzt. Was ich dir sagen kann, ist, Sepp, ja, ich kann darüber nicht kann rechts man, dran vorbei. Nee, willst du auch nicht, weil dann fliegst du einfach wieder zur Autobahn. Du willst links in den Berg reinkrachen, das kann ich dir sagen. Ja, aber ich... Peter steht voll im Weg. Peter ist genau in der Schussbahn. Du kannst ja über den drüber kann ich springen. Peter wegrammen? Ja, du kannst auch einfach über den drüber springen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das will. Naja, also rammen, der wird dich schon langsam machen. Dann wirst du da nicht hochkommen. Du hast nicht mehr so viele Schläge. Boah, Arsch, what? Einfach Peter weggerammt. Ja, nein, 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 nein. Und Autobahn. Alter, du hast mich so weggeschossen, dass ich jetzt ins Wasser falle. Was? Nice. Nicht letzter. Alleine. Ja, ich weiß nicht, wie viel das war 12. Das ist Sepp raus. Oh, Sepp ist durch. Ja, ich bin drin. Mhm. Scheiße. Ja, ich bin wieder in der Autobahn. Ja, Peter, du bist da unten jetzt am Wasser. Mann, wenn ich von jemandem anderen ins Wasser geschlagen werde, ist das dann auch ein Strafschlag für mich? Ja. Das ist ja belastend. Ja. Du bist ja ins Wasser gefallen. Weiß ich nicht, hatten wir noch nie. Mir ist das egal, wie wir das handeln. Einigt sorry, euch. Peter. Du Wichser. Ja, von mir aus. Achso, weil mein Auto ja kaputt ist. Er drückt so. Warum oh, da bin ich aber auch gestartet. Das ist gut. Von hier. Ah, ne, das ist ein Jetski. Wo bist denn du? Okay, dann kommt jetzt mein 10. Schlag, wenn ich das recht im Sinne habe, wegen Strafschlag. Das habt ihr da nicht vergessen, ne? Du musst da hoch. Na, warte mal. Knall doch voll gegen den Baum nach vorne. So. Okay, der ist ja oben gespawnt. Guck mal, da standst du schon mal in der Nähe. Ja, da stand ich echt jetzt schon ein paar Mal. Warte mal, willst du nicht zu früh loben? Nee, und da stand Sepp. Nee, ich stand da oben. Ja, genau, da oben. Das ist doch gut. Jetzt stopp! Ja, genau hinter gut, dem stand, der Stein stand ich. Der Stein ja. Da hat dafür gesorgt, dass ich da nicht wegkam. Sehr gut. Also ich kann dir sagen, Peter, auf jeden Fall spring nicht rechts dran vorbei, lieber links. Ich probiert. Bin ich überhaupt die ganze Zeit jetzt hier dran? Ja, mach. Ja, ich glaube schon. Warte mal, mein 11. Schlag, vorletzter. Oh, der war gut. Nein, wieso drehst du dich denn jetzt so blöd? Und als wenn okay, du Peter. Okay, das war mein Gott. Okay. Ich gehe davon aus, du wirst das Wasser berühren. Ja, genau, das Wasser berühren. So eine absolute Scheiße, Alter. Christian Stachel. Okay. Ja. Hallo. Vielleicht ist heute nur einer. Ja, jetzt kommt, ich habe nochmal nachgezählt, ich glaube, jetzt kommt mein 5. Ja, eins unter die Brücke, 2 auf den Bergkamm, der 3. dann rechts wieder an die Straße, der 4. hierhin. Ja, jetzt kommt der 5. Komm ich zwischen den beiden Bäumen durch? Bestimmt. Gar kein Problem. Ach, da oder? Bist du lol. Da komme ich nicht durch. Also entweder springe ich jetzt volle Kanne rechts vorbei. Nee. Oder ein bisschen vorbei. Links. Doch, spring rechts vorbei. Du musst. Also wenn du über den Berg drüber fliegst, bist du im Wasser. Wir machen das. Und. Abfahrt. Das sieht gut aus. Oh, das ist mega lol. Gut. Oh mein Gott. Super gut. Sind wir denn nicht über den Berg nicht drüber? Zu weit. Ich weiß, nee. Ja, weil der sich auch so komisch gedreht hat. Nein, richtig. Jetzt roll ins Wasser. Er fährt ins Wasser. Ja, er rollt nicht ins Wasser. Nee, glaube ich nicht. Oder? Oh, nicht ja, links. Ja, doch. Nicht links am Stein vorbei. Ja, was? Rechts drauf. Was macht? Auto bleibt stehen. Nein. Oh, geil. Okay, dann wird jetzt. Achso, du kannst noch einmal springen. Ich kann noch springen. Okay. Okay, das Problem ist ja jetzt ist, vergleichsweise. Ich glaube, ich würde nur springen. Einfach, ich würde nur springen. Genau Alter. Diese Situation, ne? Man lernt ja aus seinen Fehlern vielleicht mal. Nimm jetzt den Boost. Hier habe ich den letzten Mal den Boost benutzt und bin nach Buxtehude gefahren. Und dann habe ich Monte kurz Bescheid gesagt und. Nee, das war schon ein bisschen weiter hinten, mein Freund. So. Okay, also.
Ja, safe machst du den jetzt. Ja, 6. Nice. Voll gut, nice. Voll gut, Alter. Voll lucky, ey. Ja, GZ. Bram, wie viel hattest du? 7. Oh, das heißt, Christian hat einer weniger. Einen weniger. Nehm ich. Aber genauso gut wie Peter, finde ich Dritter. Scheiße, Alter, war das kacke. Okay. Nächstes Loch. Okay, fangen die beschissen waren an, oder was? Ja. Ja, warte, wir waren ja sonst hier mit dem wenigsten, aber ich glaube, das ist hier scheißegal. Sache, also wir fangen hier an und gehen bis zu dem kleinen Loch einmal südlich von uns, ziemlich genau. Genau. Ja. Neben also dem Wasser. Also hier, einmal hier von hier bis da. Da ist das Ziel. Ich werde auf jeden Fall Angriffsgolf spielen und versuchen über das Wasser. Auf jeden Fall einmal übers Wasser drüber. Ja, das ist von hier aber echt schwierig aus. Ich gebe mal Gas. Ja, hau mal rein. Jetzt kommt das Ding sieht aber nach schwer vorne. Nach Wasser aus. Nee. Doch, da ist so ein. Jetzt müsste er stehen bleiben. Bächle. Da ist ein Bächle. Oh, super vorgelegt, wenn er da stehen bleibt. Oh mein Gott, das war richtig gut. Das war perfekt. Aber 10 von 10. Okay, Peter startet. Mache ich den Risk, so wie Peter? Oder mache ich ein bisschen weiter links oder rechts? Ja, nimm den gleichen Schlag und schubst Peter in den kleinen Rinse. Das hat mich so weggeknallt. Das war unglaublich. Das ist eine gute Idee. Okay, warte mal. Einmal so ausrichten. Und war mal irgendwas springen und X ist. Ja, der ist erst gesprungen und dann hat er geboostet. Na, guck mal, sieht ziemlich genauso aus. Nee. Ich glaube, ich bin viel besser. Ah, ist ein bisschen. Das ist richtig gut. Ein bisschen nervig. Ja, mega, ich stehe auf der Straße. Du bist auf der Straße, ja. Oh. Nicht schlecht, Herr Speck. Okay. Ich würde mich so hinstellen. Aber weiter weg. Dann, ja, ja. Ja. Oder gehe ich links ich kann auch ein Stück vom Wasser. Geh mal weg vom Team. Gehe ich links am Wasserturm vorbei? Ich gehe links am Wasserturm vorbei. Ja, nimm den mit. Tue ich wahrscheinlich auch. So, okay. Dann Schlag, oder? Ganz wichtig, Schlag Nummer 1. Ja, Schlag Nummer 1, genau. Hier. Und go. Da ist er. Jetzt sieht gut aus. Oh, er kommt genau zu mir. Hey, Bram. Ciao, Bram. Warte. War gut. Roll. Bin zufrieden. Bin echt zufrieden. Ja, ist auch gut. Bisschen näher dran. Nicht nur deswegen. Ich finde auch meine hier diese kleine Rampe ganz cool. Das stimmt, eine Rampe habe ich nicht. Wo seid denn ihr so gestartet? Hier, ne? Ah, da irgendwo. Siehst du da an den Fußsprung? Ja, ja. Roundabout okay, also, in der Mitte und dann vom X. Hafen. Und eben. Off we go. Da kommt er. Oh, ich habe auch genau hier gedrückt in die Richtung. Uns, aber... Ja, aber der dreht sich kacke. Ja gut, ich stehe auf der Straße. Passt okay. Du bist direkt normal dran. Da bin ich direkt normal dran. So, aber jetzt ist die Überlegung wert, wie sehr kürzen wir was... Wie sehr cutte ich jetzt? Ja, das habe ich auch schon... Auto, lass das! Jetzt hätte ich hier gerammt. Jetzt hat er sich vor mir gestellt. Da kommt noch einer. Ich krieg zu viel. Ja, Moment. Das dauert hier ein bisschen. Ja, der Tief. Du bleibst da stehen, oder? Nein, tut er nicht. Das ist ja, du kannst mich gerne wegschubsen. Hauptsache, du bleibst nicht direkt vor mir stehen. Alles gut. Wenn du geboostet wirst im Wasser, quasi, also du fährst da durch und kommst aber auf der anderen Seite wieder raus, ist das kein Strafschlag. Solange dein Auto nicht kaputt geht, würde ich sagen, und du steuern kannst, so erstmal alles nur. Würde ich auch sagen. Das ist eine Taktik. Strafschlag, wenn du kaputt bist. Okay. Erst ja, okay, aber dann gehst du ja immer boosten? Kaputt, wenn du durchgehst. Nee. Ja, hau ab. Und wenn Schlag Nummer 2. Go, go. Jetzt. Ich bin gespannt. Oh, wow. Ich konnte nicht springen. Spring doch! Ja, cool. Abgesoffen. Er ist abgesoffen. Ja, er ist abgesoffen, definitiv. Ich hätte hier neben Peter springen müssen. Konntest du aber nicht, oder wie war das? Ja, manchmal, weil das halt der Bodenkontakt war. Ja, genau, ja. Du hast den Boden. Ich hab den. Bin gebounced. Okay. Kannst ja wirklich nur bouncen, wenn er. Bodenkontakt hat. Man hat viel zu viele Bs in den ganzen. Bodenkontakt. Okay. Ich werde versuchen, genau da durchzuspringen. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Nee, auch. So, einmal hingesetzt. Und später nochmal gesprungen. Das war gut. Einmal über die ganzen Dinger drüber. Ja. Ja, das war stark, ja. Ja, wir hangeln uns die Straße entlang. Okay.
Gut, dann darf ich? Ja. Ja. Gut, wir machen das relativ simpel. Wir gehen in diese Richtung. Moment, kurz. So. Und zwar so. Wir werden jetzt kurz anfahren. Und dann direkt springen. Hab ich auch gemacht. Sehr gut. Ja, Bram. Ja, das hatte ich. Schade. Der ist an dem Apfelladen hängen geblieben. Ja, der Apfelladen hat mich leider aufgehalten, aber okay. Apfelday. Apfelladen stehe ich definitiv weiter weg. Ich bin echt gespannt, ob du... Ah, du springst erst. Oh, guck mal, der ist richtig schon... Sieht gefährlich aus. Ab ins Wasser. Und der Wasser. Der hat die Bühne getroffen. Alter. Der doppelte Rückberg. Ja, du hast die... Ich du bin hast sogar am Land, aber ich kann nicht mehr fahren. Das Problem, du hast die Düne getroffen, dadurch bist du da im Wasser gelandet. Wenn ich die nicht treffe, komme ich ja weiter. Mhm. Aber deine Nase geht tendenziell ja immer nach unten, wenn du boostest. Ja gut, aber... Just saying. Oh! Wow. Alter, was macht der denn da? Einfach auf wieder. Hallo. Nein. Peter. Hallo. Peter, du musst auf die andere Seite, wa? Wieso? Du bist ja hier nicht ins Wasser gegangen. Scheiße. Ach so. Ich dachte, ich müsste dahin, wo ich quasi ausgekommen bin. Nee, da wo du ins Wasser rein bist. Das wäre ja leicht. Da könntest du ja immer ins Wasser ballern und dann bist du über den See drüber. Ja gut. Du bist ja bis vorhin auch dahin gegangen, wo er ausgekommen ist und nicht da, wo er reingegangen ist. Ach so, ja. Die nächste Entfernung zum, ja, aber der hatte zum Land, ne? Das war halt das Außenmeer. Ja gut, die nächste Entfernung zum Land hätte ich ja genommen, aber da hat Christian gerade gesagt, das wäre falsch. Ihr regelt das schon. Ihr regelt das schon. Sepp ist schon da reingegangen, wo er Nee, der ist da reingegangen, wo er war. Nicht, wo er reingegangen ist. Ja, dann war falsch. Das war übrigens Schlag Nummer 4 und 5. Ich glaube, mit Angriffsgolf hat sich das gerade erledigt. Na, wer weiß, wie sich das da gleich noch entwickelt am Loch. Okay. Kann den Boost ja nicht abbrechen, ne? Das Ding. Ist richtig. Nee, den kannst du leider nicht abbrechen. Boah, das wird tricky. Okay. Das ist gar nicht mehr so. Abflug! Komm schon! Ja. Oh, Alter, Christian, mach dir jetzt direkt rein! Nee, nicht mal ansatzweise. Aber immerhin mal übers Wasser. Woo! Sehr gut. Schlag Nummer 6 war ein guter. 1 und 6, das waren gute Schläge. Dann mache ich jetzt meine 4. Nice. Ja. Auf wie Christian. So aus. Alter. Ah, die Palme hat ein bisschen gebremst. Ein Brahmin. Ja, also ich habe das Problem jetzt hier. Seht ihr, hier ist dieser Apfelstand und direkt dahinter steht dieses Auto. Das heißt, ich müsste theoretisch gesehen dahin schießen. Was ich auch tun werde. Und ich versuche da vorne für diese Palmen zu aimen. So. Einen kleinen Ticken weiter nach links. So, und go. Oha. Diese Palme. Palmen? Palme! No! War aber okay. Nix Palme! Okay. War doch okay. Okay. Geht schlimmer. Also ich glaube, ich bleib sogar so stehen, wie ich hier gelandet bin. Richte mich gar nicht groß aus. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach. Oh nein, wow, oh nein, was war das denn? Du bist im Kreis geflogen. Hä, was hab ich denn hier erwischt? Ich hatte nur auf einer Seite Kontakt. Ja, das war die 3. Hätten wir uns doch mal neu ausgerichtet. Okay, jetzt sind Steine im Weg, das ist nicht gut. Aber wir können über die Steine drüber. Ich denke, ich bin noch mal dran, ne? Ja. Ja. Okay, dann hüpfen und springen. Ja, ja, ja. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. An den Steinen vorbei, ja. Das sieht gut aus. Geil. Da war die 4. Next one. Okay, ich glaube, ich bin dran. Mhm. Mir kommt jetzt die 5 und ich versuche wieder High Risk. Wo ist er hin? Da. Oh, Peter, High Risk hat sich ausgezahlt. Boah, das war richtig gut. Oh, wenn du jetzt... Boah, ich bin fast drin. Boah, ich stehe direkt daneben. Nice. Leck mir am Arsch. Ein Hüpferchen noch. Richtig gute Ding. Die 5. Und ich könnte sein, dass ich in der 6 reinmache. Das Problem ist... Gucken wir da mal, Peter, ne? Also, wenn ich jetzt...
Peter hat höher gestanden als ich und er ist so gerade drüber gekommen. Ja. Ich weiß nicht. Er war mit der Nase sogar im Wasser. Ich nehme Ausweichschlag. Aber mein Auto geht noch. Das kann man ausprobiert. Ja, ja. So, da hin. Also. Ein bisschen. Oh. Oh, das war stark. Das war knapp. Wie er da abprallt. Ja, roll noch ein bisschen. Peter, du hast jetzt zwar gesagt, so mit einem Schlag bist du vielleicht drin, aber du hast jetzt nicht mit mir gerechnet. Naja, gut. Achso, du haust mich jetzt weg, meinst du? Ich benutze dich jetzt als Bremse. No, do it! Ja, wir brauchen ein paar Bremsen. Also von hier aus so. Ist da nicht so viel. Wobei doch der, also vielleicht der ganz kleine Strommast. Voll geil, wenn du mich jetzt reinschubsen würdest, Bram. Das wäre nicht kacke. So cool. Aber der Trick ist jetzt schlagen und schnell genug springen. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Ja. Oh! Hallo, Bram. Nein, der bleibt hängen. Oh, da stehst du nicht so gut. Das ist nicht so nice. netter wieder. Okay. Ja, das war die 4, okay. Schade. Da stehe ich nicht so gut, sagt er. Wie zur Hölle soll ich das? Aim mal nach links etwas, um Peter dann rechts zu bumsen. Ja, Peter wird der Letzte sein, der schlägt, ne? Der also, das ist schon ganz kommt gut. Ja von. Dann wir haben überlegen. Wir haben alle Zeit der Welt. Peter ich darf überlegen, nicht. Ob ich Peter als Bande benutzen Hallo, könnte. Hallo, soll die Scheiße? Verpisst euch, Mann. Mach ich jetzt erst springen oder erst fliegen und dann springen? Oder noch? Beides gleichzeitig. Ah, fuck it. Was ist er denn? Er kommt da. Upp. Peter! Ich bin drin! Boah, nicht schlecht, Alter. Wow. Du bist drin, nice. Geiler Schlag! Ja, wie viel war das? 5. Dammit. Krass. 5. Kommt jetzt mein 5. Okay. Ja, Paar ist auch 5 hier auf der Strecke. Okay, pass auf, wir springen einfach. Also der Trick ist jetzt relativ simpel. Wir springen, werden genug Höhe dabei erreichen, um durch genau dieses Dreieck hier, was ihr seht, liebe Damen und Herren. Ah, das wäre so geil, wenn du das schaffen würdest. Das wäre schon cool. Ne? Ich bin da ganz bei dir. Ich würde das auch cool finden. Okay. Jetzt komm da. Pass auf. Lol, so wie ich stehe, habe ich keinen Bodenkontakt. Ich kann nicht springen. Ja, dann hast du vergessen, W zu drücken, oder? Achso, ja. Nee. Nee, ich habe einfach keinen Bodenkontakt. Ich bin vorne aufgebockt und hinten. Und okay. Ja, dann machen wir einfach Boost und dann geht. Das wird schon funktionieren. Ja, ja, mega gut. Aber ein bisschen dran vorbei. Ja. Tschüssi. Leute, was macht der denn noch? Ja, nochmal springen, immer wichtig. Nochmal ein bisschen Distanz. Also, du warst doch gar nicht gesprungen. Nee. Nein, ich konnte ja nicht springen. Ich konnte nicht. Du kannst nur springen, wenn du Boden konntest. Okay, ich würde sagen, ich bin am weitesten weg. Ja. Würde ich auch so sehen. Okay, pass auf, so. Seht ihr diese, die genau das, wo dieser Cursor gerade ist, da, das werden wir nutzen, um dann da so schräg drüber zu springen, in Richtung des Mastes. Ich wette 5 Euro, dass der ins Meer, in den See fliegt. Und go. Setz dagegen. Was ist das denn jetzt hier? Für eine Quote, Peter. Immer springen. Immer springen. Okay. Jetzt ist Christian am weitesten weg, würde ich sagen. Okay. Ja, ich aim auch für den Mast und ich hoffe einfach, dass ich in den See, also jetzt kommt ein 8er Schlag und ich hoffe einfach, dass ich in diesen kleinen Tümpel da abpralle, deswegen nur Boost. Oh ja, das sieht gut aus. Nice. Kannst du noch springen? Ja. Boah, roll doch einfach zurück, du Scheißauto. Ich stehe mit dem Reifen im Wasser, aber... Oh Mann. Okay, ja. Du bist jetzt noch näher dran als ich, Christian. Aber bin ich dran, ja. Das ist richtig. Okay, mein du Achter. Könntest volle Kanne in mich reincrashen. Wie mache ich das denn jetzt? Also ich meine, Sag mal ganz kurz realistisch, ja? Ich habe hier vorne diesen Sandwall. Der würde dich in die Sonne katapultieren, mein Freund. Wenn ich da voll reinbooste, dann ist es yalla. Okay, was ist mit dem Strommaster? Nicht dem großen, sondern diesem kleinen. Wenn ich dagegen knalle... Dann liegst du bei mir, ja. Dann liege ich ungefähr bei Sepp. Das klingt doch schon mal gut. Das heißt so... Aber Reifen im Wasser war doch drin, oder? Reifen im Wasser ist drin, ja. Ah, da bin ich ja drin. Also, Ziel berühren ist... Also, ach so, du hast den Reifen im Wasser. Ja, guck mal, dann bist du ja drin. Habe ich ja 8 Schläge gebraucht. Okay. Soll ich mich dann unsichtbar machen? Nee. Okay.
Okay, wir probieren das einfach. Komm schon. Und jetzt genau dagegen. Ja. Oh ja, das hat funktioniert. Jawohl. Oh, bleib liegen. Nein. Nice. Und spring. Ja. Das bist du drin? Passt. Das geil. Geil. Nochmal 8. Das war stark. Sind 15 insgesamt. So, Peter, jetzt kommt dein. 6. Ich habe auf jeden Fall gegen Sepp schon verloren, leider. Dann machst du nichts. Ach, wir machen über beide Löcher hinweg. Ich dachte, das wäre jetzt einfach mein insaner Sieg jetzt hier. Ach so, ja, kann auch. Scheiße, ich kann nicht springen. Wieso kannst du nicht springen? Weil hast ich auch vergessen, W zu drücken? Ach, du hast dasselbe Problem. Naja, W nicht. Nee, ich hab W gedrückt. Ja, ich bin aber nicht drin. Aber ich wusste noch nicht. Ich wusste doch hier nicht. Doch, wusste doch nochmal schnell. Einfach gegen den Strom machst. Genau, du darfst dich zwar nicht mehr ausrichten, aber du kannst believen. Ich könnte believen. Ich believe! Oh, tschüss. Ja, mega gut! Oh, ja, jetzt ist mit, ja, gut, aber jetzt kannst du auch den springen. Jetzt ist aus. Ja, jetzt hab ich vorher auch nicht genau rein. Nein, du standest ja, da warst du aber auch noch voll weit jetzt weg, Peter. Jetzt erst boosten und dann springen. Ja. Und jetzt boosten. Ja, jetzt boosten, guck mal, easy eingepaddert. Okay, schade. Nice. Ja, damit habe ich insgesamt 15. 17. Ich habe 14. Oh, so knapp. Ich habe am meisten. Ich glaube, ich habe 20. Ja, ist okay. Moment, warte, du hast jetzt in der zweiten, hast du 8 Schläge gebraucht? Ja. Oh krass, kam gar nicht so vor, weil ich so oft schlagen musste. 5, 6. Ja, ich habe gebraucht. Ach, egal. Das war auf jeden Fall wieder eine geile Folge Autogolf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Es waren anspruchsvolle Löcher, die wir uns diesmal ausgewählt haben. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch Ideen habt fürs nächste Mal. Bis dann und tschüss. Tschüss.